Gute Leute, willkommen zurück zur zweiten Folge heute am Sonntag. Die Hof-Backmann 1006 finale Version. Ich bin mit dem großen Traktor hier bei der Raiffeisen, verscharre noch eine Ladung Rupsi-Papsi. Die hatte man noch drauf von der letzten Version. So, dann fahre ich mit dem zum Hof. Ja, also ich weiß nicht warum, das muss am LKW liegen, dass das Autodrive beim Laster nicht funktioniert oder keine Ahnung. Auf jeden Fall geht hier Autodrive und wenn ich jetzt das aktiviere, geht auch CP. Die Kurse müssten auch, sind auch alle da, die habe ich mit drüber genommen. Also ist alles soweit okay, warum auch immer. Ich beim LKW gedacht habe, es geht nicht von mir aus. So, den müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Hänger zurückfahren. Das mache ich selbst. Muss nicht alles Autodrive machen. Und dann gucken wir mal. Also die große Sämaschine ist auf jeden Fall dran. Sojabohnen ausgewählt werden. Ich hoffe, dass gut, Saatgut haben wir natürlich keins momentan auf Lager, weil ich müsste man eigentlich direkt hier kaufen dann erst einmal, ne? Ich kann ja Saatgut in den Anhänger, könnt in den Silo reinschütten. Nee. Ich fahre dann mit der Sämaschine, also wenn nichts mehr drin ist, fahre ich mit der Sämaschine her und fülle die auf mit Big Bags. Und dann gucken wir, dass man den Seed, das ist ein Master, glaube ich, Seed Master wieder in Gang kriegen. Dass wir unser eigenes Saatgut machen, weil Gerste haben wir noch jede Menge. Ich glaube, mit Gerste geht es auch. Der spielt, glaube ich, keine Rolle. Gerste brauche ich auch noch für die Hühner, die haben noch kein Futter. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ich hatte es nicht aktiviert, dieses Animal Pen Extension. Whatever that in German heißt, genau. Ja, wo man halt die Tiere mit den blauen Wasserleitungen mit Wasser versorgt. Ist mit drin jetzt, habe ich einen installiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hatte ich aber in der letzten Version nicht, gell? Und beim Kuhstall oben im Hof geht es auch nicht. Macht aber nichts, macht gar nichts. Ich muss ja wohl sowieso Wasser fahren. Da. Der Unterstand hier ist jetzt, habe ich gelesen, im Changelog zu verkaufen und wieder woanders platzierbar, wenn man das möchte. Mich stört er jetzt ehrlich gesagt nicht. Mich stört es nur, dass ich das gleich gegen Pfosten fahre. Den doch nicht. Da kann ich mir da stehen bleiben, ist doch ganz praktisch. Es sei denn, ich möchte irgendwann was anderes, eine Produktionsstätte, aber tatsächlich. Ich glaube, auf der Hofbergbahn brauchst du keine andere Produktionsstätte. Ja, da ist echt genug Möglichkeiten, da muss man nichts platzieren, irgendwie in meinem Auge, meine Meinung. So, die andere Sämaschine steht drüben im anderen Hof. Da holen wir die mal. Und da steht die, doch, die müsste drüben stehen. Ansonsten sind wir umsonst gefahren. Hier, ich weiß jetzt nicht, abwarten, ob die Frau, die mir so freundlich gewunken hat, wieder mit reingenommen wird. Wäre schade, wenn nicht. Garage ist zu, klar. Ich habe auch übrigens das letzte Mal. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die hier nicht steht. Wo hatte ich die denn abgehängt? Jetzt lass mich mal überlegen. Ich habe in der letzten Version offline, als ich die beenden wollte und habe es aber nicht mehr ganz gepackt, deswegen direkt hierher gesprungen, habe ich auch beim Metzger mal Fleisch geholt und habe es beim Dorfladen verkauft. Auch nicht schlecht. Ist allerdings genauso wie hier auch, ne? Einzeln reinbringen und abgeben. Ist halt zeitlich intensive. Wo ist denn die Sämaschine? Bin ich doof oder was? Ja, nicht drauf antworte, gell? Das kann schon sein. Also hier, ne? Ach, jetzt weiß ich es. Oben. Da oben steht sie. Mit im Weg. Hier ist sie. Aber da ist nichts mehr drin. Das heißt, wir schicken den jetzt erstmal zum Händler. Und da kann der erstmal wieder ein bisschen Saatgut reinpetzen.
Ja, das Kamerahuckeln wird wohl an dem Rechner liegen. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Hat man den Eindruck jedenfalls ab und zu. So, Händler. Tschüss. Ah, da ist er schon. Dankeschön. Ja, was muss ich denn hier hinhauen, Leute? Da fehlt mir irgendwas. Da gibt's Wasser, aber da ist kein Dingens. Muss ich da was platzieren? So eine Pumpe oder was? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Diverses vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil bei dem Manure-System da ist ja auch so eine platzierbare Pumpe mit dabei. Nur, ja, mal finden vor Lachen, ne? Da kann es eigentlich nicht sein. Ah, guck mal, die Holzfässer sind jetzt mit dabei für den Saft. 6x Saft. Juice Master, ah, brauchen wir jetzt auch. So, toll, wo ist jetzt der ganze Krempel hier mit Manure? Abschleppstange. Ja, ich habe keine Ahnung, ich muss mir das echt noch reinziehen. Aktiviert habe ich es, aber wie und warum? Güllefässer. Ich habe, ah, da ist was, ein Gülleschlauch, das ist der, ein Gülleschlauch dafür, okay. Also ich weiß es tatsächlich nicht, warum ich jetzt hier kein Wasser haben kann. Habe ich da was denn mit reingenommen oder was? Hier war doch immer so ein blaues Gestell, ne? Ah, das ist ein bisschen doof. Müssen wir jetzt tatsächlich auf die alten Zeiten zurückgreifen, wie man es damals gemacht hat? Gerade mal was gucken. Interessieren tut es mich auf jeden Fall. Ich habe mir schon noch gedacht, ich habe dieses Animal Panic Extension nicht mit drin. Habe gedacht, das wird vielleicht dann tatsächlich fehlen, dass man hier Wasser absaugen könne am Hof. Weil der Tank hier drauf, der steht dabei, dass der eigentlich alles tanken könnte. Oh! Das war jetzt nicht so toll. Also für alle Realismus-Fans, der Papa wird wahrscheinlich gleich in den LKW einsteigen oder das Ding einfach und schlicht und ergreifend als starker Bauer rausholen, ausnehmen. Und dann geht das Kamera raus. Ja, ich habe also probiert, hier Wasser zu holen, geht auch nicht mehr. Tja, dann muss ich abwarten, ob ich selbst drauf komme oder ob ich mir Tipps geben lasse. Ah, das ist doch jetzt blöd. Wieso kriege ich jetzt kein Wasser mehr da? Das Zeichen ist ja da. Und er ist das Fass tatsächlich nicht für Wasser geeignet. Aber das ist doch für alles, war das so ein Universalfass? Oh Mann, das Tor ist so schmal. Na, das ist jetzt ätzend. Das passt mir jetzt gar nicht. Aber der kann doch alles. Ja, viele behaupten, die können alles und können dann doch nichts. Aber ich meine, ich habe viel zu viele Sachen. Viel zu viel Gedöns habe ich hier. So, da ist er. Wasser, guck, kann alles, Gülle, Wasser, Milch, alles geht da rein. Und da hätte ich den jetzt, Moment. Ah, wo war das? Hier. Ah, na, oh, das ist auch neu, oder?
Das ist auf jeden Fall neu. Das hat der Farmer Andi neu dazu gemacht. Shuttle Tank. Oh, das ist ja cool. Gülleausbringer. Kann man umbauen? Diverse Flüssigkeiten. Okay. Auch nicht schlecht. Ah, guck mal, was wir hier haben. Universalschlauch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. IBC-Tank. Universalschlauch. Können die umpumpen? Wahlweise können sie auch die Schläuche mit Verlängerung erweitern. Okay. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ah, das ist doch schon mal cool, ey. Das gefällt mir doch. Der kann auch. Was? Der kann sogar hier das, oder was? Ach, kann man zum Silo-Kipper umrüsten. Ah, alles klar. Ja, da haben wir noch einiges zu erforschen. Aber ich wollte was anderes. Wo war denn das jetzt? Hier. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist gar nicht dabei. Hä? Bin ich jetzt dabbisch? Der muss aber dabei sein, weil. Ne. Hä? Ist es bei. Da ist er. Wenn man ihn konfiguriert, muss man das einstellen? Nee. Also der kann immer alles transportieren, ne? Also das war jetzt nur meine. Ja, mein Interesse, ob ich das Ding tatsächlich nur. Mit zwei Sachen befüllen kann. So, wo ist er denn? Der Kollege, da ist er doch schon. Ich hätte jetzt gerne Saatgut. Das müssen wir jetzt erstmal so kaufen. Verbrauchsgüter, Kisten. Da. Saatgut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Was kann, was reingeht? 5. Das muss immer reichen. Wir müssen halt in der Zwischenzeit gucken, dass wir die Dingens da, dass wir unser Saatgut selbst basteln. Ja, und wie gesagt, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, was man denn. Also ich wäre jetzt halt persönlich tatsächlich dafür, dass wir ja, uns den Fässer besorgen, Äpfel ernten und dementsprechend dann Schnaps oder Apfelwein und sowas Sachen machen, gell? Das wäre jetzt meine Idee. Ich meine, ich weiß, Alkohol ist auch keine Lösung. Aber ja, weil sonst tatsächlich, wenn ich jetzt so einfach so weitermache, hätte sich ja zu der Vorgänger, zu der Beta-Version nichts geändert. Und das will ich ja nicht. Ich will ja schon, dass man ein bisschen sieht, dass es die neue ist. Wäre schon nicht schlecht. So, das muss reichen. Ich wechsle mal auf Sojabohnen. Deckel kann man zumachen. Und tschüss. Und tschüss. Auf die 8 kommt wieder Weizen hinten. Könnten wir eigentlich auch gleich machen, oder? Das könnten wir eigentlich gleich machen. Komm, jetzt sind wir in der Nähe. Hauen wir einen Weizen rein. Wegen Hühnerfutter und natürlich auch wegen Saatgutproduktion. Muss gerade mal raushüpfen, ob das GPS bisher funktioniert jetzt. Also gekrüppert sind die jetzt alle. Hätten wir sie schenken können mit der All-in-One-Maschine, aber egal, jetzt haben wir es halt gemacht. So, klappen wir auf den Stuhl. Den Klappstuhl. Weizen, genau. So, what about GPS now? Ah, it works. So, an. Zack. A-Punkt setzen, bitte. Und der ist jetzt bei. Oh, hoffentlich, keine Ahnung. Ich gehe mal von 0 aus. Yeah, Baby. Passt doch, sehr schön, das gefällt mir. Wie war das jetzt? Aktivieren hier? Keine Ahnung. Ah ja. Ah ja, guck mal, da klingelt was. Ne, wir machen jetzt ein bisschen länger. Ich habe hier das erste aus Versehen. Die erste Folge hier aus Versehen abgekürzt. Die wollte ich ja schon länger machen.
Und ja, weil ich ja dachte, es funktioniert nichts an Skripten, aber es funktioniert doch. So. Ja. Also, jetzt haben alle Tiere Wasser, bis auf unsere Kühe. Da müssen wir uns etwas beeilen. Beeilen. Okay. Aber warum auch immer? Wir spulen mit einfacher Geschwindigkeit nach vorne, also wir haben echt Zeit momentan. So schnell gehen die nicht kaputt. So, aus. Alles klar. Ne, ich muss erst wieder rausfinden, welche Tasten denn bei mir jetzt belegt sind mit dem GPS aktivieren und nicht aktivieren. Ach, der schöne Weizen. Hm? Das gibt schön Futter und schön Stroh und alles mögliche. Ich trinke gerade mal was. Was auf jeden Fall sehr geholfen hat, das war der Rapsverkauf in der letzten Folge, dass wir genug Knete haben hier, um anständig arbeiten zu können. Das hat Sinn gemacht. So, da geht's weiter. Hier geht's weiter. Ui. Ach, das ist einfach cool. Ich meine, auf der anderen Seite, man kann ja eigentlich so ein bisschen froh sein, dass sich der LS21 für dieses Jahr verabschiedet hat, beziehungsweise der dann wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, vielleicht nächstes Jahr irgendwas Neues kommt. Aber wenn man überlegt, wie lange man jetzt im 19er auch damals, wisst ihr noch, Selemols, wie lange man da warten muss, bis man halbwegs mal 2, 3 vernünftige Skripte hatte, dann musste man tatsächlich alles ja, selbst fahren, selbst bearbeiten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich am Anfang ruckzuck keine Lust mehr. Ja, weil du dann warst du, keine Ahnung, stundenlang mit einem, ja, wenn der Standard dabei war, weil Geld hatte man ja auch keins und Geld dazu fummeln konnte man sich damals auch noch nicht. Das heißt, hast mit dem 100 PS Schlepper, keine Ahnung, 3 Meter Gruppe, hast dann hier so ein Feld dann gruppern müssen und düngen müssen und säen müssen. Da warst du 3 Stunden unterwegs und hast ja nichts hingekriegt. Bis dann auf einmal GPS, Curseplay, Autodrive und was weiß ich was, der AI-Extension rauskam. Ja. Und jetzt, wo man weiß, man könnte es auch den Computer machen lassen, ja, den Helfer machen lassen, macht man es auch gerne mal wieder selbst. Ja, ja. Habt ihr schon gehört, Ewe? Mit dem GPS-Gedönse hier da. So. Weit viel haben wir nicht mehr. Viel ist nicht mehr. Noch 3, 4 Bahnen. Hm? So, jawohl. Ja. So ist es. Sonntags, nachmittags. Ja. Ich bin gerade überlegen. Es ist ja noch wieder einiges zu machen. Ja, wir haben ja jetzt produktionsmäßig mal genau gar nichts mehr. Ja, Saatgut müssen wir machen. Dünge haben wir ja im Lager Gott sei Dank drin. Das ist ja übernommen worden. Saatgut hatte ich ja kein Lager. Ich habe, glaube ich, das Saatgut habe ich in den ULW reingeworfen. Und habe das dann direkt hier in die Sämaschine reingedrückt. Das möchte ich aber auch ändern. Ja? Ich möchte auf jeden Fall, dass wir da auch so ein Silo haben für das Saatgut.
Lalalala. Blim, 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 blim. Ja, noch eine. Oder? Ja, den kleinen Rest hier, den vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Noch eine Bahn hoch und dann ist gut. So, da wird das erste Feld schon wieder, ne, bestellt. Nur gucken, ob da noch Kalk drauf muss oder ja, Dünger auf jeden Fall noch. Das steht mal fest. Das steht mal fest. So. Mal gerade wieder aus das Ganze. Ah! Was war das dann? Achso, ich hab die falsche Taste gedrückt. So ein Käse. Hier müssen wir hin. Ja, ihr habt wieder mal gesehen. Der Baba hat noch kein Videobearbeitungsprogramm, sonst hätte ich das Bild von ein paar Sekunden noch rausgeschnitten. Ich muss irgendwie gucken, habt ihr da keine Idee, was man da nehmen kann, ey? Das muss jetzt keine 100.000 Euro kosten. Ja? Am besten kostenlos, aber es soll halt auch so gut so sein, dass man problemlos, also für Dummies, ja, so ein Video auch dann zurechtschneiden kann und eventuell vielleicht auch noch ein bisschen so eine andere Musik oder ein anderes Stadtbild, keine Ahnung, was machen kann. Ich habe eins, das ist eigentlich so schlecht, ist das eigentlich gar nicht, nur das ist halt nicht. Ja, was ist schon kostenlos heutzutage, ne, wenn man überlegt. So, machen wir nochmal zwei Säge. Vielleicht nehme ich das tatsächlich. Muss mal so ein Abo abschließen. Aber ihr könnt trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so empfehlen würdet. Was nicht ganz so viel kostet. Also ich bin persönlich einer, ich mache das dann lieber einmal kaufen und das war's. Bevor man da irgendein Abo abschließen muss, tatsächlich. So, die 2000 haben wir wieder. Ja, fast voll. Ah, geht schon. So, dann schicke ich den. Ne, ich schicke den gar nicht. Wir fahren jetzt direkt zum Feld. Das war die 15. Genau. Und da können wir jetzt aber mit Sojabohnen müssen wir umstellen, sonst wird es nichts. So. Sonnenblumen können wir auch wieder machen, das machen wir das nächste Mal. Also Weizen haben wir jetzt auf jeden Fall. Das ist okay für Hühner und Stroh. Ja, fahren wir unrum. Unrum. Unten herum. Feld 15. Seen 880. System. Ui! Ach so, ja, das geht ja nicht. Ja, wenn der CP-Menü auf ist, spinnt er ab und zu mal. Das müsste aber der unten der Startpunkt sein, tatsächlich. Ja. Da ist was. Und das ist der Stopp. Oh, ich habe keine Ahnung, wo der Startpunkt ist. Das ist Stopp. Oh, nur böse dran vorbeigerauscht. Alles klar. Dann fahr halt alleine hin. Passt schon. Du bist gut. Ja. Oh, die Luft ist raus. Dann mal. Ganz gut. Müssen wir an den Feldern irgendwas verändern? Muss da gekalkt werden oder sonst was? Gekruppert sind sie, das ist jetzt eingesehen. Muss gepflügt werden. Das habe ich nicht beachtet. Das ist ja jetzt Grütze. Gut, die 15 ist halt jetzt versaut schon. Nee, Quatsch, da sind wir noch gar nicht drauf. Der hat noch nicht angefangen. Vielleicht können wir noch stoppen. Vielleicht können wir ja noch stoppen. Ja, entlassen. Bevor du Mist baust, lass es lieber sein. Dann
Oh, Moment, da müssen wir gucken. Die Sämaschine braucht wie viel PS? Nicht ganz so viel. Garage. So, die Sämaschine braucht. Der Tiefenlocker braucht nur 108 PS. Gut. Also, wo habe ich denn den stehen? Die braucht 270 PS, also denn 180. Dann würde ich sagen, können wir hier den schwächeren Glas für den dann nehmen. Zurück, zurück. Da kann der an der Sämaschine dranbleiben, aber der muss warten. Wir müssen erst, erst Tiefen lockern jetzt. Dann schicke ich den zum Hof zurück. Ja, ist halt also mal, das ist dumm gelaufen, aber wir müssen jetzt unbedingt pflügen hier. Weil, ne, Ertrag und so weiter und so fort. Und was ich jetzt auch mache, ist mir gerade eben in der Sekunde eingefallen. Ich habe mal Bock auf einen anderen Traktor wieder hier auf der Bergmann. Ne, wir haben ja echt wirklich, ja, immer die gleiche Dinge. Und ich habe zwar gesagt, Hof Bergmann als Glasprojekt war auch damals eins. Aber, jetzt nicht mehr. Und zwar gehe ich jetzt hin. Nein, du bleibst. Du darfst auch noch ein bisschen bleiben. Der auch. Der auch. Der auch. Aber der kommt weg. Nicht, weil er mir nicht gefällt oder sowas, sondern weil der Tank fast leer ist. Nee, deswegen auch nicht. Oh, ich muss vielleicht mal das Tor aufmachen. Ganz einfach, weil ich mal Lust auf einen anderen Traktor habe. Und einen zusätzlichen Traktor brauche ich nicht. Ich habe genug. Der MB. Der MB-Traktor steht ja auch schon darum, wie lang. Ja, und wartet, bis er düngen darf. Deswegen, also. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich noch einen Traktor kriege. Es geht mir darum, dass ich mal einen anderen möchte. Und der 49er Glas, der mit der Sämaschine, der ist halt. Der hat halt genug Power! Power! Ja. Deswegen werde ich den behalten. Aber wir tauschen den jetzt um. Und da ist mir jetzt auch egal, welches Fabrikat ihr bevorzugt. Ich habe da auch ein paar, aber ich hätte mal Lust auf einen. Ich hätte mal Lust auf einen grünen. Nee, vielleicht mal einen Valtra oder so. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Geld ist nämlich da. Wir kriegen ja noch ein paar Euro 50 für den Gebrauchten. Ja, 11 Stunden alt. Tank halb leer. Müsst zur Inspektion. AdBlue ist fast leer. Was habe ich denn auf der Rade? Der Rade habe ich einen Case Optum, einen Johnny, einen Fendt. Ja. Und einen Valtra hatte ich schon ausgeliehen. Dann würde ich lieber hier, weil hier mehr Geld da ist und nicht so viel Schulden auf der Bank sind, oder kaum Schulden auf der Bank sind, würde ich hier tatsächlich den nehmen, den ich erst im Kopf hatte. Und den Valtra vielleicht irgendwann dann, auf der Rade nehmen. So. Zack. Ich hab mal Bock. Natürlich ein Großtraktor, ne, weil umsonst ist die Grütze. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich den mit dran genommen habe. Also den Quad, den komischen Truck mit den Kette habe ich auch irgendwo. Ist er? Terra Track, den möchte ich jetzt nicht. Den hätte ich gerne. Oh, der gefällt mir echt gut. Ja. Agribomber Logo, die fette Version, Design, getönte Scheibe. Oh, getönte Scheiben sind genial. Was haben wir noch? Die Reifen bleiben mal so. Beacons, ja, GPS natürlich brauchen wir. Motorversion, die fette. Hauptfarbe, Warrior. Yeah. Wobei grün hat mir jetzt auch gefallen, ehrlich gesagt, ne? Den nimm mir doch, du Warrior. Es gibt doch den grünen Warrior, oder? Nee. Es gibt grau und kommunal. Nee, kommunal sind wir nicht. Das ist Warrior glänzend. Ich lasse ihn mal so. Der kostet. Oh. Dann machen wir die Motorvariante wieder etwas günstiger.
Ja, sparen wir 23.000. Das reicht ja eigentlich locker für Tiefenloggerer und auch für die Seemaschine. Und ansonsten können wir ja später nochmal ein bisschen aufpimpen, aber den will ich jetzt haben, der gefällt mir voll gut. So. Und an den kommt jetzt der Dingens, der Tiefenloggerer. Da kann er gleich mal zeigen, was er drauf hat, der gute Deutzinger. Schöner Sound. Jawollo. Ja, ich weiß, wenn ich jetzt die getönte Scheibe sehe, das merkt man sofort, ne? Das ist cool. Ja, ich hätte auch, hätte das Geld wahrscheinlich, ja, besser noch ein Feld gekauft, aber das kommt, ja. Das kommt. Jetzt glaubt mal, wie lange das, was wir an Geld kriegen, wenn wir jetzt die Sojabohnen drin haben und verkauft haben, Biogas jetzt auch produziert wird und so weiter und so fort. Also es wird soweit laufen. Was ich noch machen muss, ganz dringend, ist Wasser zu dem Kuhstall fahren. Das machen wir auch noch. Den setzen wir jetzt an. Ich habe ja gesagt, die Folge wird ein bisschen länger. Das muss man jetzt ausnutzen. Jetzt, wo es ja, scheinbar funktioniert. So, der Tiefenlocker dürfte drüber am Nachbarhof stehen. Ja, da guckt er. He? Jawohl, der Angeber fährt durchs Ort. Aber wieso ist der geplockt? Wo ist denn der geplockt, Mensch? Achso, sicher, der ist geplockt. Natürlich ist der geplockt. Der ist ja auf dem Weg nach Haus gewesen. Wird jetzt irgendwo am Hof stehen, wird nicht mehr weiterkommen. So. Der müsste hier sein. Und da ist er auch. Da hinten steht er ganz versteckt. Ach, da ist ja mein Gruppe. Tatsächlich. Das wusste ich nicht mehr. Wusste ich gar nicht mehr, Archie. So, machen wir zuerst. Machen wir zuerst. Was machen wir zuerst? Komm, dann können wir auch gleich Feld 5 zuerst machen. Das ist am nächsten am Hof. Natürlich sieht man jetzt, wenn ich den von innen aus fahre, vom neuen Gerät, von der neuen Maschine, genau gar nichts, ne? Und der ist sehr, sehr wenig. Oh, 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 oh. Yeah. Das ist schon fast Endboss hier. Ja, aber wo kriege ich das Wasser her? Das ist doch Grütze, das ist doch blöd. So, müsste ein Kurs da sein. Feld 5, 6 Meter. Habe schon erwähnt, dass wir da mal Ordner anlegen müssten, wie auf der Karte auch. Du schaffst das. So. Ja. Oh Mann. Ja. Wasser und kein Wasser, ne? Ich habe kein Wasser. Wieso haben wir kein Wasser? Ach, der ist hier blockiert. Alles klar. Verstehe. Ach ja, mein Gott, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich müsste dann vielleicht dann doch noch mal in die Beschreibung schauen. Wobei das Changelog habe ich mir durchgelesen, also so ist nicht, ja, ich habe jetzt einfach angefangen. Ich wollte ja wissen, ich hab gedacht, deswegen wusste ich ja, dass man das Menüre, also das Gülle-System da, das komische, dass man das braucht. Und ich wusste auch, dass man hier, habe ja früher Wasser gekriegt. Da ist aber kein Wasserhahn und nix. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, ehrlich gesagt, ey. Gut, okay. Dann beenden wir dieses Drama halt eben, wenn es nicht anders geht. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass die Hofbergbahn jetzt endlich raus ist, die finale Version. Weil ich da echt Bock drauf habe. Wenn es euch genauso gegangen ist, ja, könnt ihr bei mir bleiben. Es wird die nächsten Wochen genauso weitergehen wie es im Sendeplan. Haben schon sind wir überhaupt. Oh Gott, es kann sein, dass der noch uralt ist. Auf jeden Fall, ne? Jeden Tag eine Hofbergmann, außer samstags. Und jo.
Also, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr weiter Bock habt, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und dann sehen wir uns und hören wir uns dann morgen früh zur Rade wieder und morgen Mittag wieder Hof Bergmann die Finale. Also, danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Schönen Sonntag euch. Tschüssi.